Hey und ho und holla de yo. Hier ist der Vorbudler wieder, der Fürst von Wiesenfels. Heute wieder auf dem Server. Ja, und hier hat es gestern ein unheimliches Erdbeben gegeben. Und da ist mir doch glatt dieses Teilstück des Weges nach Wiesenfels eingestürzt. Und das wollte ich euch mal zeigen. Hier passieren wirklich tollste Sachen, während ich jetzt hier mal weiterlaufe. Es hat sich auch seit der letzten Folge, wo ich doch mit Seifenblase diesen Wasserturm gebaut habe, hier wieder einiges getan. In Wiesenfels habe ich riesengroße Fortschritte gemacht, das zeige ich euch gleich. Zuerst zeige ich euch aber hier mal meine kolossale Pilzplantage. Ich finde das unheimlich super, aber ich habe hier auch schon eine Ermahnung bekommen, ich muss da mal was gegen machen. Aber da ich ja meine Pilze, ja, meine schönen blauen Holunderpilze, so über alles liebe, habe ich mich dazu entschlossen, mach das mal ganz anders und pragmatisch. Ich sperre einfach mal diesen Weg, wegen akuter Pilzseuche. Das klingt hoffentlich abschreckend genug, dass da die Leute nicht so reinrennen, dass sie denken vielleicht, oh, da stecke ich mich an mit Seuche oder so, klingt gefährlich. Wenn ich da jetzt hinschreibe, hier, Achtung, Weg gesperrt, Weg zusammengebrochen oder Erdrutsch, dann ist das natürlich so, da laufen alle hin, wollen das sehen, aber mit Seuche, na, ich weiß nicht, ne? Ich möchte halt nur einfach sicherstellen, dass meine fürstlichen Pilze nicht ständig von so einfachem Fußvolk belästigt werden und hier in Ruhe wachsen und gedeihen können. Mal sehen, wie viel das noch werden. So, und dann gucken wir einfach mal so ein bisschen weiter. Ah, hier ist ja der alte Weg nach Wiesenfels. Das ist jetzt auch interessant für die Leute, die hier schon auf dem Server unterwegs sind oder waren oder was weiß ich, beabsichtigen. So, Neu-Wiesenfels und Memphis City, also diesen Weg hier, der ist jetzt überflüssig, den habe ich umgelegt, hier habe ich eine neue Treppe gebaut, Schilder aufgestellt, also wenn ihr nach Memphis wollt und ihr kommt hier aus dem Wiesenfelser Vorland, ja dann, oder vor dem Portal, ne, dann könnt ihr auch hier lang laufen, das ist jetzt der Weg, der führt euch da durch, Neu-Wiesenfels. Habe ich ja Neu-Wiesenfels genannt, ne, weil es ist ja das Neue. Das Alte ist ja in meiner Let's-Show-Welt. Da könnt ihr ja auch immer reingucken in die Videos. Let's-Show Staffel 1 präsentiert euch die Burg, die originale Burg Wiesenfels. Gut, Schilder, das kennt ihr hier. Das habe ich ein bisschen umgebaut hier oben. Ja. Ringsherum habe ich auch inzwischen ja so wirklich mal Schilder hingestellt von wegen Naturschutzgebiet. Hier ringsherum, das ist alles Naturschutzgebiet, ne? Denn das ist ja das Konzept von Wiesenfels hier auf unserem Server, dass da eben Natur ringsherum ist. Alle sagen, ach, da ist ja noch so viel frei an Bauland. Nee, nee, das ist es nicht. Ne? Das ist schon bebaut mit Natur. Na, das verstehen manche Leute nicht und die kommen dann an, oh, es fängt auch an zu regnen, das ist mir gar nicht so recht. Aber ist auch nicht so schlimm. Ja, viele Leute kommen an, die wollen dann hier so praktisch hier in meinem Vorgarten direkt ihr Haus bauen, ne? Und dann muss ich denen immer sagen, hört mal Leute, das war jetzt aber ein kurzer Schauer. Ich glaube, da hat jemand eingegriffen. Aber gut, wollen wir der Sache nicht näher auf den Grund gehen? Normalerweise greifen wir hier nicht so ins Spielgeschehen ein mit Wetter und Tageszeit und so, ne? Ist halt ein Spiel und es soll auch so bleiben. Ja gut, aber viele Leute, die verstehen dann nicht so, hey, ich will hier bauen, ich finde dich so gut oder was weiß ich. Ich sag mal, nein, bitte nicht hier. Aber das ist ja so, ich gehe halt mit den Leuten, auch wenn ihr euch ein bisschen geduldet und mich ansprecht hier auf dem Server, dann kann ich euch auch immer gerne Bauland zeigen. Das mache ich sogar gerne, ich gehe gerne auch mal durch die Gegend, zeige euch mal so ein bisschen. Ne? Und anschließend könnt ihr dann ins Forum und euch bewerben. Und dann ein bisschen später auch hier mit anfangen, ne? Gut, wir laufen einfach mal ein bisschen weiter den Weg. Hier ging es noch zur Horrorhöhle. Da denken auch viele, dass da würden sie ermordet. Horrorhöhle ist ein bisschen, ist einfach nur ein bisschen dunkel und unheimlich, ist ein bisschen Labyrinth, ein bisschen ein paar Sachen zu sehen. Ist aber nicht gefährlich. Geht trotzdem nicht mit einer Waffe rein oder, ach Quatsch, geht trotzdem halt nicht ohne Waffe rein. So, jetzt bringe ich euch völlig auf die falsche Fährte. Ach, ihr erzählt ja euch gar nichts mehr über die Horrorhöhle. Guckt euch das einfach selber an. Was soll das? Hier geht's auf jeden Fall zur Stadt. Den Weg habe ich jetzt inzwischen mal geöffnet. Und da seht ihr auch hier, ne? Das ist jetzt hier. Gehen wir mal langsam durch. Das ist Wiesenfels pur. Ja, ich will ja was für die Wiesenfels-Fans auch richtig bieten. Geht hier mal so langsam durch. Genießt das alles. Ja, seid ganz entspannt. Ja, viele hüpfen dann hier so rüber und springen runter und dann brechen sich das Genick und dann jaulen sie, oh, ich bin tot oder so. Ja, sag ich, und was hab ich da jetzt mit zu tun, ne?
Es ist Minecraft, Baby. Und hier, das ist auch ein schöner Bereich. Den hat eigentlich mehr oder weniger ganz allein die Seifenblase gebaut. Ich habe ihr gesagt, wollte hier so ein Armenviertel haben vor der Stadt. Und da hatte sie wohl offenbar sofort eine Vision und hat losgelegt und ist losgerannt. Und ich habe die dann irgendwie einige Zeit gar nicht mehr gesehen. Und als ich da guckte, hatte sie hier schon ganz viele schöne Bauten, so solche verhuselten. Hier macht irgendwer immer meine Klappe auf. Ich glaube, ich muss mal härter durchgreifen. Tore nach Wiesenfels, das ist das Haupttor. Das machen wir ein bisschen schöner. Das ist natürlich jetzt alles noch nicht fertig. Ich will euch nur zeigen, dass ich Fortschritte gemacht habe seit der letzten Folge, aber es ist noch lange nicht fertig. Das Tor nach Wiesenfels steht euch immer offen hier unten. Ja, oben haben wir den VIP-Bereich. Da habe ich abgesperrt. Da baue ich jetzt gerade noch um. Da möchte ich mich dann auch zurückziehen können. Und nicht jeden da immer durchlaufen lassen. Hier seid ihr willkommen in Neuwiesenfels. Hinrichtung alle 10 Minuten. Da wisst ihr sofort, dass ihr euch zu benehmen habt. Ne? Sehen wir uns mal um. Ja, da oben habt ihr den Wasserturm, den wir gebaut haben. Ja, und jetzt ist hier schon. Das war auch eine Vision hier von mir. Die Treppe so anzulegen. Ja, das ist eigentlich unpraktisch der Weg. Ne? Man kommt praktisch hier so lang. Ja, rennt an das andere Ende und dann geht die Treppe in die andere Richtung wieder so zurück. Und das habe ich gedacht, boah, das ist bestimmt absolut genial. Und ich finde diesen Platz wunderschön. Er hat noch keinen Namen, den Platz. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn nenne. Ich habe natürlich Ideen. Macht mir jetzt bitte keine Vorschläge. Ich habe schon einige gewissen. Ach, boah, Quatsch, macht mir ruhig Vorschläge. Ist scheißegal. Ich hab zwar Ideen, aber muss ich ja nicht unbedingt nehmen, wenn ihr was Besseres habt. Also, ich möchte eurer Kreativität jetzt nicht im Wege stehen. Hier so ein Haus, das hat auch schon hier jemand ganz toll gefunden und hat sich das schon reserviert, wenn er hier mal. Im Moment habe ich das noch gar nicht geöffnet, hier mein Land. Das ist überhaupt nicht. Hier könnt ihr nichts bauen und so, außer ihr habt da Sonderrechte, die ich im Moment bin ich etwas skeptisch noch. Das ist, weil wir noch in einer absoluten Frühphase sind. Wir müssen die Leute hier auch alle noch ein bisschen näher kennenlernen, bevor wir hier so Vertrauen haben, dass wir Leuten Baurechte auf unserem, ja, Admin-Land, sag ich mal, geben. Hier ist schön. Finde diesen Fußboden unheimlich toll. Das ist die graue Wolle aus meinem Texture Pack. Ja, ihr seht, das ist ein bisschen mehr steinartig, nicht so wollig, ne? Und ich finde das super. Ich muss mich mal wieder Schulterklopf, ne? Hier, Heavy Metal, ja? Mein Shop für hartes Metall. Hier könnt ihr Eisenbahnschienen kaufen. An den Preisen dazu arbeite ich noch, ne? Ich spreche auch immer mit den Spielern. Ist das okay? Ist das zu teuer, zu billig oder was? Und dann, die meisten wollen natürlich total billig haben. Gestern wollte einer Soul Sand haben, der wollte da praktisch gar nichts zu bezahlen. Ne? Dabei ist das ein Material, was ja natürlich bekanntermaßen nur sehr kompliziert und langwierig zu bekommen ist im Spiel. Das kann also nicht billig sein wie Sand. Völlig klar, ne? Und ich habe dann, glaube ich, so einen Mittelwert gefunden. Zeige ich euch gleich. Redstone verkaufe ich hier noch. Ich möchte hier auch Kolbenpumpendinger verkaufen, ne? Und auch Sticky Pistons, ne? Aber im Moment sind die wohl irgendwie in unserem Shop-Plugin noch nicht so drin. Muss ich noch mal nachschauen. Das mache ich vielleicht heute mal irgendwie. Das ist der Laden, den ihr schon kennt, mit feinen Stoffe. Da gibt es jetzt inzwischen alle Wollfarben und kaufen und verkaufen, alles eingerichtet. Hat mich 3 Stunden meines Lebens gekostet. So, und jetzt sind wir beim Erzbaron. Ja, der Erzbaron hier, der hat hier wunderschöne. Ja, er kauft Koppelstein für 2 Euro. Quatsch, 2 Euro, 2 Ocken. Das Stück. Sand. Extra quarzig, also diese Qualität hier, die kriegt ihr nur in Wiesenfels. Ihr kriegt auch, was weiß ich, Netherrack und sonst was, Mossstone, kriegt ihr auch woanders noch, ne? Aber da kauft ja jeder ein, ne? Bei mir kaufen halt nur, ne, die Wiesenfelser ein. Das ist schon was Besonderes. So. Wir laufen nochmal runter. Hier ist eigentlich, das ist nur so ein Haus. Hier ist noch der Bereich im Bau. Hier habe ich auch eine Vision wieder gehabt. Gestern Abend schon angefangen, irgendwelche Klötze da so grundsteinartig hingelegt als Orientierung. Jo, muss ich gleich mal gucken, was ich da mache. Die Wand da hinten, die Stadtmauer, habe ich letztens auch mal neu gebaut, also mal erweitert, also richtig hoch gemacht. Und die ist mir aber noch viel zu klotzig. Die möchte ich noch ein bisschen mehr verzieren, damit das ein bisschen netter aussieht. Nicht so einfach so plump. Da unten geht's zu meinem alten Hafen. Ja, gucken wir einfach mal kurz rein. Das ist nichts Besonderes da unten. Das ist auch ein ganz alter Bereich. So, laufen wir mal hier lieber lang. So, hier runter. So, und hier habe ich nämlich so eine Strandpromenade angelegt. Mit so einem kleinen Strand. Da stand auch letztens jemand und angelte.
Freue ich mich natürlich drüber. Was war das da? Oh, da ist ein Tintenfisch in meinem Hafen. So, und dann ist es mit einem Mal Nacht geworden. Ich wurde leider unterbrochen gerade. Und wurde gezwungen, ein Stück Kuchen zu essen. Und da habe ich gedacht, ja komm, dann machst du mal mit, dann machst du mal eben deine Aufnahme hier. Einen kleinen Stopp. Der Tintenfisch hat sich in der Zwischenzeit auch verzogen. Ah ne, da unten sind sie noch, aber die lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Jetzt gucken wir uns, das ist auch ganz gar nicht so schlecht hier mit der Nacht. Jetzt sehen wir nämlich, ich habe hier auch so eine kleine Beleuchtung irgendwie gebaut. Wollte das eigentlich vielleicht sogar hier über den ganzen Bereich machen, aber habe dann festgestellt, dass das doch vielleicht so ein bisschen noch zu komisch wird. Oh, ich arbeite noch an so ein paar Ideen. Hier, gestern habe ich noch die Treppe fertig bekommen. Da kommen wir vom Erzbaron hier runter, ne? Und dann können wir hier langlaufen. Ich mag das ja, wenn die Städte so verwinkelt sind. Deswegen baue ich ja auch ungern auf flachem Land, sondern viel lieber, ja, wie ich das hier gemacht habe, auf so einem Hang, ne? Da oben, wo der Turm ist, da seht ihr ja, da ist die alte Burg, ne? Und hier unten halt dieser ganzen Hang, aber das wisst ihr schon. Der Eingang zur Halle der Huldigung ist auch jetzt umgelegt worden. Der war vorher oben in dem oberen Bereich, der dann demnächst VIP-Bereich ist und abgeschottet gegen neugierige Blicke. Hier geht's da lang, da kommt in die Halle der Huldigung. Da brauchen wir nicht reinrennen jetzt, das könnt ihr euch selber angucken. Ich muss euch ja nicht jeden Scheiß zeigen. Und laufen lieber wieder nochmal hier hoch. Sehen wir uns das an. Wunderschön. Gucken wir auch nochmal, wie komme ich denn da jetzt am besten, am günstigsten hoch? Ach, immer der Nase nach. Hier ist da noch so ein freier Balken. Da hatte ich gestern so die Idee, ja, wie könnte man den, wie wird das aussehen? Und ja, bloß mal so, um mal zu gucken, wie das so aussehen würde. Ja, hinten das Wiesenfelswappen. So, und dann habe ich hier, seht ihr hier dieses Eckhaus aus meiner Vision, ne, da dieses Traumhaus mit dem Dach, was ich da geträumt habe, ne, hier, dann habe ich den Hang hier noch ein bisschen so begrünt und ein bisschen, ja, das ist, der hat da so noch ein bisschen Mauer noch eingebaut, damit es so ein bisschen uriger und verwachsener aussieht. Ah, hier sollen dann auch noch so Wohnungen oder was weiß ich rein, da muss ich den Boden noch machen, das ist eigentlich kein Akt, das kann ich gleich mal machen. Ja, und hier kommen wir dann in die Vorburg. Wieder der alte Bereich, da oben habe ich jetzt alles abgesperrt. Kein Zugang, Umbaumaßnahmen. Ja, hier war praktisch früher schon das Stadttor, ne? Hier war dann schon die wilde Natur, die Wildnis. Das habe ich jetzt alles umgebaut. Ich denke mal, das lasse ich auch erstmal hier so noch. Da habe ich jetzt noch keine richtige Idee. So, hier die Herberge, ne? Ganz klein, hübsch. Aber mit Aquarium, mit Aquarium, mit Aquarium. So. Können wir hier hoch? Ja. Dann zeige ich euch den Innenbereich jetzt erstmal nicht. Da ist ja im Moment noch Baustelle. Da kann ich höchstens mal, wenn ich da was baue, mal vielleicht eine Folge drehen. Ist es vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Hier steht Neue Wiesenfeld im Auftrag des Fürsten. Hier geht's zum Osttor Strand Shops. Ach, da habe ich ganz vergessen, dass ich auch schon Schilder aufgehängt habe. Ja, das ist also praktisch hier der Hauptweg. Wenn ihr den lang geht von Memphis, ne? Oder wo wir lang gekommen sind vorhin, da hinten geht's dann lang, da hier oben lang an dem an dem Heavy Metal und feine Stoffe vorbei. Da kommt ihr hier an dem Shop Erzbaron. Hier in der Ecke möchte ich vielleicht auch so eine Art Schmiede vielleicht, ich weiß es noch nicht, ne? Ja, und dann geht ihr einfach hier die Treppe hoch. Das ist so die Hauptstraße, sag ich mal. Und wenn ihr dann da geradeaus weitergeht, Schilder hängen jedenfalls schon. Hier kommt ihr nach Memphis City, aber da immer vorsichtig, ne? Nicht nachts langlaufen. Das ist nur ein Weg. Sehr schöner Weg übrigens, ja. Lohnt sich auf jeden Fall da lang zu laufen. Landschaftlich hervorragend. Was für die Wanderersleute unter euch, ne? Gut, ich würde sagen, ich kann diese Folge jetzt erstmal beenden. Ich wollte euch nochmal so einen kleinen Einblick in Neuwiesenfels gewähren hier. Wenn ihr auf den Server kommen wollt, dann guckt auch ins forum.minenarbeit.de oder auch für allgemeine Informationen minenarbeit.de/server und dann findet ihr schon alle möglichen Grundinformationen, die euch den Einstieg einfacher machen. So, und dann bin ich doch schon weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.